Den da. So, warum hören wir denn jetzt das Intro? Weil das so ist. Ich habe ja immer die Boxen aus. Deswegen. Also. Aber jetzt kannst du hören, wenn wir über das Intro raus sind. Ist ja nicht geil. Ja, warum fällt dir das jetzt erst ein und nicht in den anderen Folgen, wo ich 6000 Mal kein Bildschirm gesehen habe? Hör mal. Folge 31. Wir sind über das Intro hinaus, Kropfzeug. Folge 31, beziehungsweise Folge 30.2. Ich finde, wir sollten diese Nummerierung beibehalten, dass die Leute wissen, dass wir Doppelfolgen aufnehmen. Wie letzte Woche euch gesagt und bei uns vor ungefähr 20 Minuten gesagt, wir nehmen eine Doppelfolge auf. Wir nehmen eine Doppelfolge auf. Und wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Willkommen zurück. Für alle, die neu anfangen, fangt bei 1 an, ihr Idioten. Ansonsten. Fangt bei 4 an. Hä? Fang bei 4 an. Fang bei 4. Lass die ersten 3 weg. Das ist nur die Gebrauchsanweisung. Ja. Das ist nur das Impressum. So, Timo ist dran mit Klicken heute. Richtig. Weil wir haben einen neuen, jetzt nochmal eine Anspielung auf die letzte Folge, einen neuen Quantensprung im Podcast-Universum gemacht. Wir lassen uns die Themen jetzt einfach digital diktieren. Richtig. Und da wir nicht so eine riesen Community haben wie andere namhafte Podcasts, wo die Themen von den Fans kommen. Ja, vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Hoffentlich. Zu den Podcasts? Nein, zu den Fans. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Unsere Fans sind großartig, auch wenn es nur wenige sind, in Anführungszeichen. Ja. Ansonsten, aber wir haben uns ja auch schon Themen von Fans diktieren lassen, mehr haben oder weniger. Wir, ja, haben. Beziehungsweise wir. Themenvorschläge aufgegriffen, sagen wir mal so. Das stimmt. So, aber der Timo hat was Lustiges gefunden und zwar auf www.flirtuniversity.de. Keine Werbung. Keine Werbung. Ich weiß nicht, warum er auf dieser Seite war und ich weiß. Ich habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt und gesagt. Themen, Zufallsgenerator. Okay. So, in verschiedenen Kombinationen. Und da habe ich dann einen Zufallsgenerator gefunden, der gibt dir halt Wörter, aber wirklich random. Da steht dann auch einfach nur Baum. Geil. Ja, und dann dachte ich so, nee, das ist auch irgendwie blöd. Dann natürlich ganz viel Zahlengeneratoren und du weißt, je länger du redest, umso unglaubwürdiger wird deine Aussage, ne? Warum? Warum du auf Flirt University bist. Weil er bei Google war und der gibt ganze Sätze raus. Ja, ist ja geil. Fragen. Passt schon. Geil, ne? So. So, auf jeden Fall, wenn der Timo klickt, wenn ihr dieses lustige, nervige Klickgeräusch seiner Apple-Maus hört, dann. Keine Werbung. Keine Werbung für Mäuse. Schlägt uns unser toller Bildschirm von, was ist das, Panasonic? Product Placement at its best. Schulzi Butzi, keine Ahnung. Schulzi Butzi. Ich weiß, wovon der ist, aber ich sag das jetzt nicht. Warum nicht? Samsung. Eine Apple-Maus mit einem Samsung-Fernseher bedient ist aber auch ein bisschen blasphemisch, ne? Bisschen? Ich krieg gerade einen Magengrummel. Ich hätte nochmal auf Klo gehen sollen, bevor wir die zweite Folge starten. Fällt mir gerade mal ein. Tja, müssen wir jetzt ruhig. Ja, wie nicht du. Gut, okay. Also ich klicke jetzt, ne? Der klickt jetzt und er gibt uns ein Thema vor. Darauf wollte ich hinaus. Genau. So. Thema ist, bitte Seite aktualisieren. Nein. Beste Serie aus der Kindheit. Ja. Gina Wild 1 bis 6. Ja, nächste Frage. Nein. Oh Gott, das ist schlimm, weil ich war unglaubliches Fernsehkind. Also, es gibt ja so Kinder, die samstags morgens vor den Eltern aufgestanden sind und sich mit dem Schlafanzug ne, mit Schale Cornflakes vorm Fernseher gesetzt haben. Ja. Das habe ich die ganze Woche über gemacht. Ohne Cornflakes. Okay. Nein, ich war echt ein Fernsehkind. Der Schlimmste in meiner Kindheit war für mich auch der Fernsehverbot. Das war, weiß ich nicht, der hätte mir lieber eine Niere entfernen können. beste Serie aus der Kindheit. Boah, ja, jetzt bin ich ja auch einen Zacken älter als der liebe Timo. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet. Spontan sage ich, da muss ich ein bisschen differenzieren. Ich habe eine Serie, die fand ich unglaublich cool. Die finde ich auch heute noch cool. Das Intro bleibt unglaublich im Ohr und die Thematik ist einfach nur der Hammer. Okay. Eine andere Serie könnte ich nennen, aufgrund der Tatsache, weil die Hauptfigur einfach nur der König ist. Okay. Und die dritte Serie, die könnte ich nennen, weil ich lange, lange vergessen hatte, wie diese Serie hieß.
Ich habe diese Serie auch als Kind sehr gefeiert und ich wusste nicht, wie sie heißt und habe mich dann wirklich mal auf eine Odyssee durchs Internet begeben, um diese verkackte Serie rauszubringen, rauszufinden, Entschuldigung, rauszubringen, genau, ich habe die eigentlich rausgebracht, war Zeitreise und so, aber ist egal. Ja. Ja, ja, so, das eine zum Thema Serie, die ich als Kind gefeiert habe, das war definitiv, stopp, ich habe sogar noch eine vierte. Weil es chronologisch 1 bis 3. Chronologisch 1 bis 3. He-Man. He-Man. Auf jeden Fall war die erste Serie, die ich wirklich mit bewusst geguckt habe. Da war ich, glaube ich, 3 Jahre alt. Okay. Hab meinen Vater oder beziehungsweise meinen leiblichen Vater auch eine Radioantenne gekostet, diese Serie, weil ich sie standrechtlich abgeknickt habe und damit dann schwertmäßig als He-Man durchs Zimmer gesprungen bin. Sehr schön. Serie 2, definitiv Captain Planet. Okay. Vielleicht habe ich daher auch mein mehr oder weniger minder schwaches Umweltbewusstsein. Und Serie 3, die Serie, die ich sehr lange gesucht habe und auch googeln musste, das war Midget. Midget. Midget, es geht um einen kleinen lila Alien, der ein fliegendes Robotergehirn als Kompagnon hat und die Fähigkeit hat, sich in Tiere zu verwandeln und okay. auch so ein bisschen moralisch angehaucht versucht, so Umweltsünder dann aufzuhalten und ja. so weiter. Okay. Ich muss sowieso sagen, die was mir an den heutigen Serien unglaublich fehlt, wobei ich sagen muss, die Kinderserien heute sind schon um einiges besser geworden als noch vor 15 Jahren. Ne? Ja. Hashtag Teletubbies. Ja. mir fehlt so ein bisschen das hattest du zum Beispiel bei den Transformers damals, da kam am Ende immer Optimus Prime mit dem Satz, so Kinder, was haben wir in dieser Folge gelernt? Mhm. Ne? So diesen moralischen Bildungsauftrag, ja, so lapidar wie er auch war, aber den hast du heute einfach nicht mehr. Das stimmt, das der, stimmt. Der fehlt mir so ein bisschen. Ja. So, aber was war bei dir denn? Ja, also ich muss jetzt erstmal vorab sagen, du bist ein bisschen jünger als ich. Ja, nein, darum geht es gar nicht. Ich hatte zu Hause bei meinen Eltern, hatten wir nur Antenne auf dem Dach. Mhm. Das heißt, ich hatte kein Super-RTL zu Hause, bis DVB-T halt irgendwann kam, kein RTL 2 und so weiter. Das heißt, es hat sich lange Zeit darauf beschränkt, dass ich entweder Kinderfernsehen gucke auf WDR, als ich noch ganz klein war, mit Sesamstraße und so weiter, oder irgendwas mitgeguckt habe abends, wenn meine Eltern mal was geguckt haben, weswegen ich auch viele Serien nicht kenne. Also von den 3 Serien, die du gerade genannt hast, kenne ich einen und das ist He-Man. Okay. Die anderen kenne ich gar nicht. Du kennst Captain Planet nicht? Nein. Alter, ich habe alle Staffeln zu Hause, krasse. Ja, so. Wir hatten ja ein Ferienhaus und da hatten wir Satellitenschüssel. Das heißt, da konnte ich dann super RTL gucken. Eine Satellitenschüssel, ja. Ja, und RTL 2. Deswegen ist meine Lieblingsserie aus der Kindheit eigentlich RTL 2 und super RTL. Dass ich einfach alles geguckt habe, wenn wir den Urlaub waren. War mir scheißegal. Ich konnte einfach mal was anderes gucken, weißt du? Aber was so im Gedächtnis geblieben ist, das ist jetzt nicht unbedingt Kindheit. Aber als ich es dann endlich auch zu Hause gucken konnte und sonst immer dann im Sauerland, wo wir das Ferienhaus hatten, ist klar Pokémon. Das ist auf jeden Fall geblieben und Yu-Gi-Oh! Dragon Ball war nicht so meins früher. Ne? Ansonsten, ja, wie gesagt, alle. Ich habe vor 2 Folgen noch gesagt, der kann mit Anime-Stings anfangen, weißt du? Ja, das habe ich so. Ja, komm, ist egal. Ja. Ich sag mal so, dass ansonsten war es gibt keine spezifische. Ich kann sagen, so Gummibärenbande war nicht so meins. Ja, dann wissen ne? wir. Captain Baloo und seine Crew war cool. Die Chipmunks waren cool. Chip und Chap war cool. Also so, jetzt so, du hast jetzt gerade wirklich so das komplette Abendprogramm von Super ja, RTL aufgezählt. Das ist ja. einfach so. Ne? Ja, Darkwing Duck. Und also, da gibt es so viele Sachen. Ich habe letztens noch, weil Disney Plus ja jetzt in mein Haus geflattert ist. Mein Gott, ich schaffe heute echt alle zu nennen. Alle. Gargoyles habe ich wieder angefangen. Okay. Die liefen auch damals erst auf RTL und dann auf Super RTL. Die fand ich auch unglaublich cool und wie zusammenhanglos einzelne Folgen eigentlich waren. So, aber gerade bei Kinderserien. Ne? So, heute Serie, eine große Geschichte, ein ganzes Buch wird verfilmt in 28 Episoden und da, nö. Hast du eine Idee? Ja, dann und dann. Du hast eine Viertelstunde Zeit, gib Gas. Ja, also ich sag mal mit, wenn es jetzt nicht auf Serien, sondern auf Filme bezogen gewesen wäre, wäre es einfacher gewesen. Für mich. Star Trek. Nee, aber
Also aus der Kindheit. Also wie gesagt, Serien, ich kann mich nicht festlegen. Ich mochte halt einfach das Abendprogramm auf Super RTL 2. Das ist einfach so. Ja. Weil ich dann nur alle Jubeljahre mal gucken konnte. Ja gut, kann ich nachvollziehen. Also ich hatte Überfluss an Fernsehen immer, weil, wie gesagt, ich möchte meiner Mutter da nichts Böses unterstellen, aber ich glaube, sie hat mich schon vor dem Fernseher geparkt. Ja, gut. Aus mir ist trotzdem nichts geworden. Von daher. Richtig. Nee, aber das ist ja eine Sache, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe mir irgendwann auch mal vor Wochen, Monaten sogar schon mit dem lieben Tommy mal so 90er Comic-Intros bei YouTube angetan. Ja. Und da waren schon einige Herzensbrecher mit dabei, ne? Also da gibt es ja, echt klar. So coole Sachen. Ja gut, das waren okay, so die... Cool. Hä? Okay, cool, sag ich. Scheint ja ganz gut zu funktionieren. Eigentlich mit deinem lustigen Klick-Generator. Ja. Ne? Soll ich nochmal klicken für neues? Klick mal. Thema. Wir klicken jetzt die restlichen 10 Minuten und lachen uns einfach nur kaputt und keiner weiß, worum es geht. Klick. Einschlafgewohnheit. Der kommt, den kann ich nicht bringen. das ist. Nee, komm, nächste. Warme Milch mit Honig. Dein erster Computer. Das ist gut. Gerade für uns Nerdy Boys ist das gut. Dein erster Computer. Mein erster Computer war tatsächlich ein alter, abgeranzter 486er, den ich von meiner Mom aufgetragen hat, die den wiederum schon von der Firma meines Dads aufgetragen hat. Also war nicht mehr die neueste Generation zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß, das war an dem Abend von dem ersten Deutschland sucht den Superstar-Finale. Jetzt ist die Frage, erinnere ich mich daran, weil es der Abend des ersten DSDS-Finales war? Oder erinnere ich mich an das erste DSDS-Finale, was der Abend war, wo ich meinen ersten Computer bekommen habe? Ich bin für Punkt 1. leider gar nicht. Nein, aber jetzt, also ich weiß halt jetzt also, ungefähr, wann das war, weil ich erinnere mich gut an die Zeit, sag ich mal, wann das war, weil da Grüße gehen raus an Alexander Klavs. Diese komischen Bilderpostkarten gab und in der Schule ja, waren die halt heiß begehrt. Ja, deswegen werde ich das niemals aus dem Kopf kriegen, dieses erste DSDS-Geschissel-Missel. Ja, Fakt war einfach, dass es in meiner Familie so ein bisschen zelebriert wurde und so ein globales Ereignis wurde. Und okay. Meine Stiefschwestern damals zu Besuch waren mit ihrem Freund und es wurde Shampoos aufgemacht und es wurde dann das DSDS-Finale geguckt. Kaviar wurde serviert. nein, tatsächlich nicht. Ich habe natürlich den Abend dann in meinem Zimmer verbracht und Windows 95 erkundet. Ja. Ohne Windows, Internet. Mit ohne Windows, Internet. Muss ich gerade überlegen. Ich glaube, also ich erinnere mich auch gut an meinen ersten Rechner, weil mein erster Rechner war der alte Rechner von meinem Papa. Wie man das halt so ist. Ich weiß sogar noch, was da für ein Prozessor drin war. Okay. Das war nicht ein Intel. Das war ein Intel Pentium mit 233 MHz. Ja, geil. Geil, ne? Und Hammer. Ich war stolz wie Oscar, weil ich Grand Prix 3 spielen konnte. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ne? Und Schach. Schach. Und du konntest kein Schach. Aber, doch. Aber dafür brauchte ich wieder den Adapter, weil war auf große Diskette. Geil. Ne? Schön. Aber damit hat alles angefangen. Aber Thema Speichermedium habe ich ja die Tage schon mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe verlauten lassen. Wir werden alt. Ja, ich weiß. Ich bin ja momentan in einem IT-Betrieb beschäftigt und der 20-jährige Azubi stand ratlos vor mir mit 2 CDs in der Hand und versuchte rauszufinden, welcher von den beiden CD-Rohlingen, beziehungsweise welche von den beiden CDs ein Rohling ist und welche beschrieben ist und wusste nicht, woran man erkennt, ob eine CD beschrieben ist. Das ist sehr schade. Woraufhin ich dann eine Pappschachtel voller Disketten, 3,5 Zoll, ja, die gibt's bei uns in der Werkstatt noch, aus dem Regal nahm, ihm die hinhält und ihn einfach fragte, wie viel Speicherplatz ist da drauf? Und er sagte, ich weiß nicht, voll wenig, so ein Gigabyte. Boah, Junge. Was? Auf einer CD ist nicht mal Gigabyte drauf. Ja, war schwierig. Die großen hast du gesagt, ne? Nee, das waren nur die kleinen, das waren die 3,5 Zoll. Die 3,5 Zoll, die kleinen. Ja. Nee, ich hatte ein bisschen. 15 MB oder so waren da, glaube ich, zuletzt. Ne? 1,4. Waren auf denen, die da in der Liste. Ja, okay. Waren. Ich meine, die größten, die es gab, waren 15 MB oder so. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ein bisschen was von meiner Seele ist gestorben. Und ja, das verstehe ich. Ich habe einfach weitergemacht. Ja.
Aber du bist ja jetzt auch König der Werkstatt. Ich bin definitiv König der Werkstatt, aber da bei Interesse über Privatnachricht. Muss ich jetzt hier nicht beitreten. Ja, dein erster Computer, das hattest du ja auch schon mal erzählt. Und ja, läuft mit dem tollen. Ich glaube, das Ding bookmarkt dann mal. Habe ich. Hast du? Sehr gut. Weiter geht's. Nächstes Thema. Klick. Ah, klick da. Schlimmster Urlaub. Ja, weiß ich. Holland 96, mächtigen Dünnschiss. Schlimmster Urlaub. Das ist jetzt schwierig. Ich habe nicht so viele Urlaube in meinem Leben gemacht. Die waren eigentlich alle schlimm, weil ich nicht gerne vor die Tür gehe. Ja gut, ich würde das jetzt an etwas, was im Urlaub passiert ist, festmachen, schlimmsten Urlaub. Ansonsten, ja, es gab bei mir auch die Zeit, wo ich gesagt habe, boah, nee, ich habe keinen Bock mit Mama und Papa ins Ferienhaus zu fahren oder sonst irgendwas, lass mich alle in Ruhe, aber ich war noch nicht alt genug, als dass sie gesagt hätten, bleib zu Hause, weißt du? Und dann haben sie gesagt, aber da kannst du RTL 2 gucken. Das, ja, das konnte ich ja dann auch zu Hause schon. Ich fange dann einfach mal an. Schlimmster Urlaub war in der Jugendfreizeit Finnland. War das erste Mal Finnland? Fängt theoretisch schon geil an. Jetzt frage ich mich, was ist da schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist das Fußballspiel gegen eine Erstligisten-Damenmannschaft der finnischen Liga. Wo mich... Warte mal, aber erste Liga Fußball, nicht Rugby oder so? Nee, Fußball. Fußball. Aber... Wie das beim Fußball so ist, ist ja ein kontaktloser Sport, wo dich richtig umgewichst. Okay. Aber so richtig. Von so einer schlaksigen Blondine, wo du dir denkst, wie geht das? Okay, war die wenigstens hübsch? Ja. Ja, dann ist doch gut. Ne? So. Die auf jeden Fall. Wenigstens entschuldigt. Nein, so nicht. Ach komm schon. Leider, nein. Also, du hast gerade Jugendfreizeit, du warst noch minderjährig, ne? Ja, war ich. Gut, ich habe nichts gesagt. Heißt ja, egal. Auf jeden Fall hat sich das dann rausgestellt, nachdem ich ein bisschen weitergespielt habe und irgendwie nicht mehr auftreten konnte und mein Fuß irgendwie blau, lila, gelb getupft war. Das war dann... ein bisschen fahrbarer gedreht. Ja, richtig. Das war dann so. Auch also in Finnland ins Krankenhaus und ja, ist überdehnt und Krücken gekriegt. War kurz vor Ende des Urlaubs. Aber warum das der schlimmste Urlaub war, ist, als ich dann in Deutschland war, hat sich herausgestellt, dass ich einen Bänderriss habe. Hatte und das Fußgelenk auch leicht lädiert war. Okay. Ja, somit zu dem Zeitpunkt habe ich ultra viel Sport gemacht, konnte ich das einfach mal schön knicken für 2 Jahre. Hm. Deswegen war das der schlimmste Urlaub, den ich hatte. Ansonsten, Dünnschiss im Urlaub ist kacke, aber... Ja. Kommt drauf an, wo du bist. Dünnschiss in Südafrika ist auch schon mal ein Todesurteil. Ja, richtig. Nee, also ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, dich mal wieder geflissentlich ignoriert und überlegt. Nein, Spaß. Ich habe überlegt und dir trotzdem zugehört. Ja, was habe ich gesagt? Von deinem portugiesischen... Blondine und Finnland ist hängen geblieben. Von deinem portugiesischen Schwimmunfall. Richtig. Nein. ich muss ganz ehrlich sagen, mit schlimme Urlaube hatte ich eigentlich entweder keinen oder alle. Ne, okay. Wie ich das gerade gesagt habe. Ja. Ein paar weniger, ein paar mehr. Der am negativ behaftete Urlaub, den ich hätte, das müsste so um die 2000er, 2003, 2004 gewesen sein. Beziehungsweise noch früher, 2002. Aufgrund der Tatsache, dass meine Stiefoma, während ich weg war, gestorben ist. Das war auch okay, so eine Jugendfreizeit. Mhm. Und natürlich auch immer regelmäßig mit Muttern telefoniert und natürlich keiner was gesagt, weil die mir den Urlaub nicht vermiesen wollten. Ja. Und als ich dann wieder angekommen bin zu Hause auf der Heimfahrt, druckste meine Mutter im Auto dann rum und sagte, die Oma ist gestorben und war schon scheiße. Ja, glaube ich. Woraufhin, 2 Jahre später, als ich von so einer Jugendfreizeit wieder kam, habe ich einen Hund gekriegt, also... das wird jetzt ein Vergleich, da drehe ich mich jetzt wieder im Kreis, das funktioniert nicht. Lass mal ein neues Thema nehmen. ich wollte noch, wo du sagst, dass so immer mit Muttern telefoniert und so. Ich hatte, als das passiert ist in Finnland, versucht, meine Mutter anzurufen. Mhm. So, Handy war nicht, sondern hier Telefon mit Karte, ne? Habe ich nie erreicht. Nächsten Tag sind wir aber halt schon losgefahren und wir sind von Kuopio, erstmal so fast einen Tag bis Helsinki, dann auf der Fähre, dann einen Tag mit der Fähre und dann von Rostock aus wieder nach Castrop-Rauxel. Das heißt, wir waren 2 Tage unterwegs.
Tja. Gut zwei Tage, in denen man nicht mal eben irgendwie telefonieren konnte. Und ich habe meine Eltern nicht erreicht und kam dann mit Krücken aus dem Bus. Schön. Das war auch sehr toll. Balava. Ja. Warum hast du nicht angerufen? Ich versucht. Ach so, ja, wir waren im Kino. Ja, toll. Ich fand er direkt, warum hast du die Blondine nicht mitgebracht? Ah, so, haben wir, so. Zeit, haben wir noch Zeit für einen? Einen haben wir noch. Gemeinster Chef, den du jemals hattest? Nee. Timo. Timo ist definitiv der gemeinste Chef, den ich jemals hatte. Was ist das denn für der Struwwelpeter? Der Struwwelpeter. Ja. Jetzt sag mir nicht, du kennst den Struwwelpeter nicht. Ja, wahrscheinlich in anderen Zusammenhängen. Ich kenne die Aussage, wieso wollte ein Struwwelpeter? Du kennst den Struwwelpeter nicht? Anscheinend nicht. Ich kenne Pumuckl, zählt das? Alter, ich krieg gerade Tränen in den Augen, das ist mein voller Ernst. Wir brechen die Folge jetzt hier ab und ich bring dir den Struwwelpeter bei. Okay. Alter, tut mir leid. Also, ich kann das ja nachvollziehen, dass du nicht alle Fernsehprogramme als Kind reingekriegt hast, aber den Struwwelpeter? Ich kann mich da nicht erinnern. Boah, erzähl das nicht deiner Frau, die haut hier standrechtlich in die Fresse. Mach nicht, sie sind verheiratet. Das ist ein Deutsch. Nee, warte, das macht die richtig. Ich das muss noch einen Monat warten. Das ist dir egal. Der Struwwelpeter? Nee, Leute, okay. Das tut mir jetzt echt leid, aber das müssen wir jetzt aufhören hier. Das kriege ich so nicht zusammen, ohne den anzuschreien. Das geht nicht. Okay. Vielleicht nehmen wir gleich noch eine Folge auf. Wenn nicht, hat der Timo die Fresse dick. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann. In diesem Sinne. Viel geredet. Nichts gesagt. Schönen Sonntag noch.